Die CrossFit-Kraftmühle in Würzburg-Lengfeld. Über 250 Mitglieder kommen hier regelmäßig zum Trainieren. Seit Januar 2015 betreiben die Geschwister Alexander Schmidt und Sabrina Woods dieses Fitnessstudio der etwas anderen Art. Die Idee brachte Alexander aus den USA mit. Bei meinem Auslandsstudium in Amerika bin ich darauf gestoßen und habe das dann auch recht schnell lieben gelernt und wollte mich dann da auch eigentlich mehr oder weniger ziemlich schnell selbstständig machen in dem Bereich und das Ganze dann auch hauptberuflich machen. CrossFit ist Ganzkörpertraining und unterscheidet sich in vielen Aspekten zu dem Training in klassischen Fitnessstudios. CrossFit vereint unterschiedliche Trainingsformen wie Kraftsport, Ausdauersport und ganz besonders das Training mit dem eigenen Körpergewicht. Das Schöne ist eigentlich auch, dass es so vielseitig ist. Also es wird nicht langweilig, dadurch, dass wir versuchen, so viele Aspekte oder Bereiche des Körpers in einer Trainingseinheit anzusprechen und das eben mit ganz vielen unterschiedlichen Mitteln. Dazu zählt auch das Trainieren in der Gruppe. Gemeinsames Auspowern steht hier klar im Vordergrund. Das Gruppentraining, das profitiert unheimlich davon, dass die Leute miteinander trainieren, sich gegenseitig motivieren. Sie sind auch motiviert, weil sie wissen, es schaut jemand zu. Es ist immer ein Trainer da, der darauf aufpasst, dass alles richtig gemacht wird, der auch auf vielleicht eigene Bedürfnisse, Wünsche eingeht. Geht mehr in die Richtung wahrscheinlich auch ähnlich wie ein Verein und auch sehr familiär. Die Leute kennen sich alle untereinander. Ist keiner der oder nur selten jemand, der allein für sich trainiert mit Kopfhörern im Ohr, sondern die Leute kennen sich alle beim Namen. Und dieser Zusammenhalt ist deutlich zu spüren. Während des Trainings herrscht eine besondere Atmosphäre. Sich gegenseitig zu Höchstleistungen antreiben, nicht nur beim CrossFit unerlässlich, sondern auch bei den Planungen, ein Unternehmen zu gründen. Ich habe ihn während seiner Reise oder seinem Jahr in den USA auch besucht und dann hat er eigentlich in mir auch das Feuer schon entfacht und dann haben wir uns da gegenseitig eigentlich ein bisschen angestichelt. Also wir haben uns da gegenseitig motiviert, gerade wenn der eine mal vielleicht in der Phase war, wo das Risiko einem vielleicht doch ein bisschen zu hoch war, dann kam der andere mehr oder weniger, ist dann eingesprungen und hat gesagt, oh, aber komm, wir wollen das doch oder nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Dazu kam auch noch die große Unterstützung von Familie und Freunden. Ebenfalls eine große Hilfe während der Gründungsphase war die IHK Würzburg-Schweinfurt. Der erste Schritt, den wir gemacht haben, war ein Termin bei der IHK in Würzburg. Da haben wir uns im Bereich Existenzgründung beraten lassen. Die haben uns Hausaufgaben gegeben, zum einen uns auch Businessplan an die Hand gelegt, den wir erarbeiten, auch im Laufe der Existenzgründung immer wieder überarbeitet haben. Bei der IHK bekommen angehende Gründer das nötige Rüstzeug an die Hand. Die Kammer bietet dauerhaft die Möglichkeit, sich individuell beraten zu lassen oder an Seminaren und Netzwerkveranstaltungen teilzunehmen. Ein Highlight in diesem Bereich ist die jährlich stattfindende Gründermesse. Wir versuchen mit der Gründermesse Mainfranken alle institutionellen Player in der Region einzubinden. Das reicht von der Agentur für Arbeit über die Steuerberaterkammer, Förderbanken bis hin zu Gründerzentren, Handwerkskammer etc. In der Tat liegt der Vorteil darin, wenn er die Messe besucht, dass er alle Themen, die ihn betreffen, als Gründungswilligen an einem Tag vor Ort mit allen Ansprechpartnern klären kann und sich weitere Wege dadurch spart. Wenn sich angehende Unternehmensgründer frühzeitig Hilfe suchen und diese annehmen, dann kann ihre Geschäftsidee Erfolg haben. Deshalb bereuen es Alexander Schmidt und Sabrina Woods nicht, sich ihren Traum von der CrossFit-Kraftmühle erfüllt zu haben. Wenn ich zurückblicke auf die fast 3 Jahre, die wir jetzt dann voll haben, dann bereue ich überhaupt nichts. Bin ich eigentlich mit der Entscheidung sehr zufrieden oder freue mich eigentlich, dass wir es gemacht haben. Natürlich gibt es auch Tage, die anstrengend sind, aber das hat jemand, der nicht selbstständig ist, auch. Aber die schönen Seiten oder die guten Momente oder die einen bestärken, zu sagen, ja, das war genau richtig, die überwiegen definitiv. Mental macht CrossFit einen auf jeden Fall auch stark, dass man sich durch alles durchbeißt. Und genauso ist es ja auch mit der Unternehmensgründung sozusagen, dass man einfach immer Blick nach vorne und das Ziel vor Augen hat. Und so ist es beim CrossFit doch natürlich auch schon ein bisschen. It never gets easier, you just get better. Was beim CrossFit gilt, gilt genauso bei der Unternehmensgründung. Denn die ist nur der Anfang. Um dauerhaft Erfolg zu haben, heißt es immer dranbleiben.